Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Ya ibadi, inni harramtu dhulma ala nafsi, wa ja'altu baynakum muharraman falatadhalam. Allah sagt, oh ihr meine Diener, ich habe mir selbst verboten, ungerecht zu sein. Er hat sich das selbst verboten. Und ich habe es unter euch verboten. So tut euch gegenseitig keine Ungerechtigkeiten. Seid nicht untereinander ungerecht. Wie seht ihr Ungerechtigkeit Allahs? Beispielsweise, wenn Allah subhanahu wa ta'ala ungerecht wäre, aber er hat gesagt, ich werde niemals irgendjemand Unrecht tun. Und das ist Haqq. Verstehst du? Beispielsweise wäre Allah, was bedeutet ungerecht? Das heißt, Allah wird beispielsweise jemand an seinen Hasanat, guten Taten, etwas verringern. Beispiel. Oder er wird an seine Sünde etwas vermehren von dem, was er nicht getan hat. Das wäre hier ungerecht. Aber das stimmt nicht. Allah ist gerecht. Und es war, weil Allah subhanahu wa ta'ala, guck mal, die Bestrafung Allahs und der Lohn Allahs basieren auf zwei Eigenschaften. Al-Fadl wal-Adl. Fadl heißt Huld, glaube ich, auf Deutsch. Fadl. Und Adl heißt Gerechtigkeit. Wie denn? Guck mal, jetzt achte auf diese Erklärung, subhanallah. Allah sagt, man ja'a bil-hasana falahu ashra amthaliha. Wa man ja'a bil-sayya fala yujza illa mithlaha. Wa hum la yadlamun. Allah sagt, subhanahu wa ta'ala, wer eine gute Tat yawm al-qiyamah bringt, mit sich bringt. Allah sagt, wir belohnen ihn zehnfach. Also für diese Tat wird er zehnfach belohnt. Subhanallah. Das ist Al-Fadl. Hier ist der Huld Allahs. Normalerweise, wenn du eine gute Tat machst, kriegst du eine gute Tat. Jetzt, wenn du an einer Firma arbeitest, die sagen so die 8 Euro die Stunde, du kriegst nicht 80 Euro die Stunde. Weil die sagen, okay, das ist unsere Huld, wir geben dir 80 Euro pro Stunde. Gibt es nicht. Keiner wird das machen. Aber Allah Azza wa Jal, weil er der Reiche ist und alles besitzt, sagt, wer eine gute Tat hier gemacht hat, Yawm al-Qiyamah werde ich ihm das zehnfache Belohnung dafür geben. Das ist der Huld Allahs, Fadlullah. Und jetzt kommen wir zu der Gerechtigkeit, Allah sagt, aber wer eine Sayyi'ah bringt, eine schlechte Tat mit sich bringt, Yawm al-Qiyamah, er wird nur für diese eine schlechte Tat bestraft. Nicht für zehnfache. Das ist nicht Gerechtigkeit von Allah. Sagt, wahum la yudlamun. Und denen wird kein Unrecht getan. Wie? Sagt, indem Allah weder ihre Sünden vermehrt. Das heißt, beispielsweise jemand hat Sünden gemacht. Allah wird nicht weitere Sünden hinzufügen, die er nicht gemacht hat. Das wäre ungerecht. Und Allah, wenn jemand beispielsweise mit so viel Hasanat kommt, so viele gute Taten kommt, ja, Allah subhanahu wird sie nicht verringern, sondern er wird ihm das aufschreiben, was er getan hat, und sie sogar zehnfacher belohnen, bis zu 700-fach Yawm al-Qiyam. Es gibt einen sehr schönen Hadith, dass Allah subhanahu so gerecht ist und der Huld Allahs ist unbegrenzt. Allah, Hadith al-Rasulam sagt, wenn der Diener Allahs vorhat, eine gute Tat zu machen, das heißt, er hat beabsichtigt, etwas Gutes zu tun, er hat es aber nicht getan, trotzdem wird ihm das von Allah als gute Tat geschrieben, subhanallah. Er hat sie nicht getan, aber für seine reine Absicht, für seine gute Absicht, Allah liebt das Gute, subhanahu wa ta'ala. Also er hat etwas Gutes beabsichtigt, Allah wegen seinem Huld, subhanahu wa ta'ala, schreibt dann eine gute Tat. Yalla Abi, das ist eine gute Tat. Beabsichtigt er diese gute Tat und macht es auch Allah, subhanahu wa ta'ala, belohnt das Zehnfache dafür. Gucken wir jetzt noch weiter. Sagt, beabsichtigt er eine schlechte Tat, und er macht sie nicht, trotzdem schreibt ihm Allah eine gute Tat dafür. Weil er sie nicht gemacht hat, warum? Weil er Angst hatte vor Allah. Er hat überlegt, das ist eine schlechte Tat, die hasst Allah, mach ich nicht, aber er hat sein Nafs besiegt und hat es gelassen wegen Allah. Dafür schreibt ihm Allah eine gute Tat. Eine gute Tat, 10 gute Taten, plus noch eine gute Tat. Dann kommt das dritte, und hier ist die Gerechtigkeit Allahs. Er hat vor, der Diener Allahs eine schlechte Tat zu machen, zu verrichten, und er macht es auch, dafür wird nur eine schlechte Tat geschrieben. Und Allah vergibt vieles, subhanahu wa ta'ala. Allah vergibt viel, azza wa jal. Wie kann Allah ungerecht sein, azza wa jal? Das geht nicht, achi. Und Allah wird nicht gefragt. Allah wird nicht gefragt, warum, ja Rabbi, hast du das gemacht und warum machst du das und dies? Er ist der Allwissende, subhanahu wa ta'ala, Allweise, azza wa jal. Er wird nicht gefragt. Wir Menschen werden gefragt. Und hier in diesem Hadith erkennen wir auch, dass Allah, subhanahu wa ta'ala, sich selber verbietet, was er will, und verpflichtet ist, sich selbst, was er will. Also, يحرم على نفسه ويوجب على نفسه سبحانه وتعالى. Und das, was Allah sich selber verpflichtet hat, ist die Rahma. كتب ربكم على نفسه الرحمة. Allah hat sich selbst die Rahma zum Pflicht gemacht. Das ist unser Allah subhanahu wa ta'ala. Er macht sich die Rahma selber zum Pflicht.
Verstehst du, Achim? Yawm al-Qiyamah, der Shaitan, Aduallah. Wenn er sieht, Yawm al-Qiyamah, wie viel Allah subhanahu wa ta'ala vergibt, wie viele Sünden er vergibt und verzeiht, der Shaitan yatatawal, das heißt yatatawal, er wird sich in die Länge ziehen und hofft, ins Paradies zu kommen. Diese Rahma, die wir heute sehen, die Barmherzigkeit unter den Menschen, die man sieht, der Vater mit seinem Sohn, die Mutter mit ihrem Sohn, mit ihren Kindern, die wir auch Muslime untereinander haben, auch mit Nicht-Muslimen haben wir Rahma, subhanallah. Mit Nicht-Muslimen haben wir Rahma. Dass wir wünschen, dass sie rechtgeleitet werden, ist auch eine Rahma in unseren Herzen. Alhamdulillah hat uns die Wahrheit gezeigt und wir wünschen uns, dass diese Menschen auch die Wahrheit sehen. Mehr wollen wir nicht. Dass die Menschen sie erkennen, damit sie inshallah glücklich hier leben und Yawm al-Qiyamah auch für die Ewigkeit in Jannah bei Allah leben dürfen, subhanahu wa ta'ala. Das ist Barmherzigkeit. Sogar der Rasul sagt, die Bestie, Wahsch, die Bestie sagt man für zu jemanden, der kein Erbarmen hat, beispielsweise. Aber diese Bestie hat trotzdem Barmherzigkeit im Herzen. Wie denn? Das erkennt man dadurch, oder das Vieh oder Tier. Es sagt, dass wenn sie versucht, ihr Kinder, ihr Babys hochzuheben, sie achtet darauf, dass sie mit den Krallen nicht verletzt. Das ist die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Azza wa Jal. Und das ist 1% von 100% Rahma, Barmherzigkeit. 99% hat Allah bewahrt für den Tag des Gerichts, weil er weiß, dass wir sie brauchen werden, Yawm al-Qiyam. Und 1% hat er auf Erden gelassen, subhanahu wa ta'ala, herabgesandt. Und Yawm al-Qiyam, dieser 1% wird zu diesen 99% hinzugefügt. Und damit ist die Vollkommenheit der Rahma vollständig. Und das ist für die Menschheit, Yawm al-Qiyam. Allah ist barmherzig, Azza wa Jalla. Es gibt einen sehr schönen Hadith, wo Umar ibn Khattab radiallahu anhu sagt, ich war unterwegs mit Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Und wir sahen eine Frau, die besorgt ihren Baby gesucht hat. Warum hat sie ihn besorgt gesucht? Es war Feuer und das Baby spielte um diesen Feuer herum. Sie sucht ihren Baby, subhanallah, besorgt, sie macht sich Sorgen um ihren Sohn, um ihr Kind. Sie packt, dann hat sie ihn gefunden, sie hat ihn gepackt und so sehr an ihrem Brust, subhanallah, gedrückt. Das heißt, aus Freude und Barmherzigkeit mit ihm, sie hat sich gefreut, dass er sich nicht verbrannt hat. Rasulullah sallam sagt zu den Sahaben, habt ihr diese Frau gesehen, wie sehr sie ihren Sohn liebt, wie barmherzig sie mit ihrem Sohn ist, wie viel Mitgefühl hat sie für ihren Sohn? Sagen Sahaben, haben wir gesehen, ja, Rasulullah sagt, Allah ist barmherziger zu seinen Dienern, als diese Frau zu ihrem Sohn. Das war Rahmat Allah Azza wa Jalla, subhanahu wa ta'ala. Es gibt so viele Geschichten, so viele Hadithe über die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Was das betrifft, die Reue, Achi, das ist auf deine Frage, die Reue, إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Das heißt, Allah akzeptiert die Reue seines Dieners, solange seine Seele seine Brust noch nicht erreicht hat. Das heißt, bevor er stirbt, auch wenn er im Sterbebett liegt und er ist nicht gestorben, noch nicht gestorben, seine Seele ist noch nicht raus und er beabsichtigt die Reue und kehrt wirklich mit dem Herzen zurück zu Allah und bedauert alles, was er getan hat. Allah akzeptiert seine Reue auch in dem Moment. Ja? Das heißt, egal wie alt du bist, ich kenne einen Mann, subhanallah, er war über 70 Jahre alt. Dieser Mann kam, hat nach Islam gefragt, hat Shahada gesagt. Allah hat ihn recht geleitet, subhanahu wa ta'ala. Er sagt Shahada, am gleichen Tag wäscht er sich und kommt, subhanallah, zurück zur Moschee und betet mit uns. Das erste Mal, wo er sich niedergeworfen hat, wo Allah subhanahu wa ta'ala ist nicht mehr aufgestanden. Er starb im Sujud. Das ist die Rahma Allahs. Dieser Mann hat das verdient. Dieser Mann hat das verdient. Allah schaut in die Herzen, Achi. Es gibt Menschen, die verlangen nach Rechtsleitung. Allah sieht ihre Verlangen. Allah sagt, sie wollen rechtgeleitet werden. Weil Ibn Qayyim sagt, Ata'ullah, ja, das Geben Allahs, ob das Rechtleitung oder Versorgung ist, ist abhängig vom Verlangen des Dieners. Verlangst du das Gute? Allah liebt es, wenn sein Diener das Gute verlangt. Was macht Allah Azza wa Jal? Allah gibt. Und besonders die Rechtleitung. Allah sieht, der hat es gewollt, der hat es gesucht, der will es, er hat es verdient. Allah gibt es ihm, auch wenn es eine Stunde bevor er stirbt. Viele Menschen, Wallahi al-Azim, die haben Shahada gesagt, danach sind sie gestorben. So alt waren diese Menschen. Ich kenne einen Mann, 55 Jahre alt, Achim. Er lebt allein in einer Wohnung, verlassen. 55 Jahre lang kein einziges Mal vor Allah niederwerfen gewesen. Kein einziges Mal. Brüder besuchen ihn zu Hause, seine Lage war wirklich bedauernswert. Alkohol, vieles, A'udhu Billah. Dank Allah
der diesen Besuch gesegnet hat. Der Mann, am gleichen Tag hat er sich gewaschen, hat Tauba beabsichtigt, hat gebetet. Am nächsten Tag besuchen sie ihn, er ist gestorben. Nach seiner Tauba ist er direkt gestorben. Das ist die Rahma Allahs, Azza wa Jalla. Das heißt nicht, dass wir jetzt Bad tragen und beten und fasten, dass wir in Sicherheit sind. Wir wissen nicht, was am Ende passieren wird. Das ist abhängig von unserer Aufrichtigkeit und unserer Wahrhaftigkeit mit Allah. Sehr wichtig. Das heißt, es kann sein, von außen erscheine ich als guter Muslim, ein wahrer Muslim, praktizieren, sondern alles. Aber vielleicht innerlich das Gegenteil von dem, was ich von mir gebe. Und das ist gefährlich. Denn der Rasul sagt, Inna Allah لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم der Gesandte Allah sallam sagt, Allah schaut nicht auf euren Körper, wie breit du bist, wie schmal, wie schön du bist, ob du blind bist, ob du einäugig bist, ob du hässlich bist oder hübsch bist, ob du blond bist oder braun bist oder egal. Nein, darauf achtet Allah gar nicht, subhanahu wa ta'ala. Und Allah achtet nicht auf deinen Rang in der Gesellschaft. Darauf achtet Allah nicht. Und auch nicht mal auf deine Verwandtschaft. Weil Rasulullah sagt, ja Fatima, tu Gutes, denn ich kann dir Yawm al-Qiyamah nicht helfen. Das heißt, die Verwandtschaft spielt keine Rolle bei Allah. Der meist Angesehenste bei Allah ist, der Allah am meisten fürchtet. Und der sich am meisten hütet vor Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist das Wichtigste bei Allah. Also Allah sagt, schaut nicht auf eure Aussehen, auf eure Körper, auf eure Bilder, wie ihr aussieht. Sondern Allah schaut auf eure Herzen, wie rein sie sind. Und schaut Allah das auf eure Absichten, auf die guten Eigenschaften oder die schlechten in euren Herzen. Und Allah schaut auf eure Taten. Und die äußeren Taten sind abhängig von den inneren Taten. Verstehst du? Je reiner dein Herz ist, desto besser deine Taten sind. Wallahu a'lam subhanahu wa ta'ala.